Dank Globalisierung und billiger Fernreisen kehren sie zu uns zurück. Lange Zeit waren sie in westlichen Industrieländern verschwunden. Bettwanzen. Sie verstecken sich im Gepäck, in Souvenirs, Mitbringseln oder Antiquitäten und warten auf eine Gelegenheit, sich bei ihrem Hauptwirt niederzulassen und zu vermehren. Dem Menschen. Wie die Wanzen in das Mietshaus im Münchner Norden kamen, ist nicht mehr nachvollziehbar. Daniela Nottum ahnte zunächst nichts von ihren neuen Mitbewohnern. In der Nacht bin ich kratzend wach geworden. Es hat wirklich gejuckt wie die Hölle. Ja, dann war es einfach noch ungewiss. Man wusste einfach nicht, was ist das. Bis ich halt eines Tages dann so nach 6 Monaten Jucken, ununterbrochen Jucken, dann eben die leeren Bettwanzenkörper gefunden habe. Und dann war es halt einfach eindeutig. Die Biologin Alette van der Pan ist eine der wenigen deutschen Wissenschaftler, die hauptberuflich Bettwanzen erforscht. Sie weiß, die kleinen Blutsauger stechen oft mehrmals, um an ihre Mahlzeit zu kommen. Es ist sehr schwer, es festzustellen, ob es Bettwanzen sind oder nicht, weil die wirklich sehr unterschiedlich aussehen, auch von Mensch zu Mensch. Also manche Leute kriegen eher eine flächige Hautreaktion, manche haben kleine Pusteln, manche große, manche haben blasige Hautreaktionen, also so unterschiedlich. Wir haben das bei uns hier nachgestellt und haben 15 Leute haben sich bei uns stechen lassen und es sah wirklich bei jedem unterschiedlich aus. Daher werden die Stiche der Bettwanzen lange Zeit nicht als solche erkannt. Dazu kommt, die Wanzen besuchen ihren Wirt nur nachts, wenn er schläft und sie nicht gestört werden. Tagsüber bekommt man sie nicht zu sehen. Bis Daniela Nottum die Spuren der Bettwanzen entdeckte, plagten sie ununterbrochen die juckenden Stiche. Die Ärzte, die sie aufsuchte, erkannten die Ursache nicht. Ich war wirklich in einem Zustand, wo ich gesagt habe, ich gehe freiwillig in die Psychiatrie, weil das hat mich in den Wahnsinn getrieben. Die Wanze ist tatsächlich ein Versteckkünstler, einfach durch ihre Körperform. Dadurch, dass sie so abgeflacht ist, kann sie sich einfach in jeder Ritze perfekt verstecken. Und sie versteckt sich vor allem gerne in der Nähe vom Menschen, was der ja der Wirt der Bettwanze ist. Und dementsprechend ist es halt schwer, die Bettwanze überhaupt zu finden. Und wenn ich natürlich erstmal nur eine einzige zu Hause habe, kriege ich es im Zweifelsfall überhaupt nicht mit, dass ich einen Befall habe. Dann habe ich vielleicht die vereinzelten Stiche. Im Sommer denke ich vielleicht, das sind Mückenstiche. Ja, und dann kriege ich das erstmal relativ spät mit. Und in der Zeit, wenn es ein Weibchen ist, was mitgekommen ist, da reicht eine Befruchtung aus, fängt sie an, Eier zu legen. Und dann wird es immer mehr und immer mehr. Und irgendwann habe ich dann einen großen Befall zu Hause. So muss es auch bei Daniela Nottum gewesen sein. Die Münchnerin, die viel zu Hause arbeitet und ihr Abitur nachholt, meldete den Befall. Doch die Hausverwaltung ließ sich 4 Wochen Zeit, um einen Schädlingsbekämpfer zu bestellen. Während der Bekämpfung wird über die Wohnung gewissermaßen eine Quarantäne verhängt. Ich bin dann zu meinem Freund rüber, der wohnt Gott sei Dank nebenan. Seine Mutter und er haben mich aufgenommen. Es musste alles in der Wohnung bleiben. Das war so ein Theater, ja, weil ich hatte ja keine Klamotten, keine Schuhe. Das war alles, musste alles in der Wohnung bleiben wegen Verschleppung. Schließlich können die Wanzen auch in der Kleidung sitzen. Insektengifte mit langanhaltender Wirkung sind das gängigste Mittel gegen einen Befall. Doch mittlerweile wirken die Gifte nicht mehr so gut, wie auch die Forscherin feststellen muss. Die Bettwanzen haben Resistenzen entwickelt. Ein Grund für das vermehrte Auftreten der Plagegeister. Aufgrund der Globalisierung ist die Bettwanze wiedergekommen. Das heißt, vermehrte Reisetätigkeit der Menschen, Handel mit Gebrauchtwaren, auch über das Internet zum Beispiel. Und damit die Einschleppung. Also das heißt, wenn ich mir ein Buch bestelle aus dem Internet und jemand hatte Bettwanzenbefall, und dann hole ich mir im Zweifelsfall zum Beispiel Bettwanzen nach Hause. Am beliebtesten sind natürlich immer noch Hotels, das heißt über Koffer, dass ich mir die Bettwanzen einschleppe. Dagegen geht man am Flughafen Frankfurt inzwischen vor. Der Hundeführer Larry Hansen hat Hunde auf den Geruch der Bettwanzen trainiert. Im Auftrag besorgter Reisender suchen seine Spürhunde verdächtige Gepäckstücke ab. Und die Supernasen werden immer häufiger fündig. Hat dir das Video gefallen? Nun schau dich doch mal um bei uns. Du findest jede Menge Themen von Espresso bis Exoplaneten. Und wir wollen viele von euch erreichen, also gebt uns einen Daumen hoch und besser noch, abonniert unseren Kanal, denn dann werdet ihr automatisch über neue Videos benachrichtigt.